Moin und hallo, heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr die Motorhaube an einem Audi A4 oder S4 Avant auf und natürlich auch wieder zubekommen könnt. Wir stehen neben dem Fahrzeug, öffnen das Fahrzeug, gehen jetzt in den Fußraum unseres Fahrzeugs und sehen dort, ja, ein bisschen Schmutz, ja, okay, aber darum soll es jetzt nicht gehen. Es soll hier umgehen, um diesen Hebel. Den Hebel ziehen wir einmal, bis wir einen Widerstand gespürt haben. Nun können wir uns ans Fahrzeug nach vorne bewegen. So, jetzt sind wir hier und hier sehen wir die schönen Ringleys. Und hier drunter, da drunter, befindet sich ein Hebel. Ne? Den könnt ihr spüren. Wenn ihr den nach links bewegt, dann entrastet ihr sozusagen die Aufnahme und könnt die komplette Motorhaube nach oben bewegen. So, zack, da war's. Nochmal, hier befindet sich ein Hebel. Den müssen wir nach links bewegen, um es zu öffnen. Durch diese nach links Bewegung, seht ihr die Bewegung dort rechts und links? Achtet mal da und da drauf. Zack, 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 zack. So, und nun, dadurch entrasten wir an diesen beiden Punkten die Klammern, die die Motorhaube in Position halten. Ne? Cool gemacht, das heißt, hier ist ein Seilzug drin mit einer Verteilung und die macht unsere beiden Loks rechts und links auf. Nun können wir uns diesen fetten Motorraum angucken und diverse Sachen hier erledigen. Wenn wir fertig sind, ziehen wir das Ding wieder runter, zack, und lassen es ungefähr 20 cm über dem Endpunkt einfach ins Schloss fallen. Und dann ist unser Fahrzeug wieder bereit für neue Abenteuer. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Zun, zun.